Also bisher hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich irgendwann mal zu Hause bin, dass ich Kinderbetreuung mache. Ich bin nicht Mann, weil ich rausgehe und das Mammut erlege und dann in die Höhle reinwerfe, sondern ich kann auch Mann sein, wenn ich drinnen das auseinanderschneide und zubereite. Mein Name ist Gregor Hake, ich bin 44 Jahre alt, lebe mit meiner Familie in Berlin und bin seit ungefähr 6 Jahren in erster Linie für die Familie da. Meine Familie besteht aus 4 Personen plus Hund. Meine Frau Ulrike, unsere beiden Kinder Ben und Mathilda. Mathilda ist 9 Jahre alt und Ben ist 17, steht jetzt kurz vor seinem Abitur. Mein Tagesverlauf wird natürlich durch den Takt der Kinder vorgegeben. Hier, die müssen pünktlich in der Schule sein. Wir müssen 6:45, 7 Uhr, so stehen wir auf. Dann ist Frühstücksroutine und dann bringe ich die Kinder in die Schule. Jacke, Schuhe. Ich bin gelernter Journalist und ich habe Vollzeit gearbeitet und gerne auch noch mal ein bisschen darüber hinaus im Produktmanagement beim Focus. Ich hätte mir niemals vorstellen können, meinen Job zu kündigen. Als ich angefangen habe, wollte ich natürlich wie jeder junge Mensch erstmal was reißen im Job, wollte weiterkommen, wollte mich weiterentwickeln, wollte befördert werden, wollte gutes Geld verdienen natürlich. Und unsere Kinder waren weitestgehend fremd betreut und sind an den Punkt gekommen, wir können das so nicht mehr machen. Unsere Kinder kommen zu kurz. Mein Name ist Daniel Dölker aus Dornhan im Schwarzwald. Ich bin 33 Jahre alt und bin aktuell zu Hause bei den Kindern und unterstütze die Selbstständigkeit meiner Frau, Julia. Die Emma, die ist 4 Jahre alt und der Lukas, der ist 1,5 Jahre alt. Ja, man kann es als die Ruhe vor dem Sturm bezeichnen, bevor es losgeht, der Trubel losgeht, bis dann Emma im Kindergarten ist. Ich werde mich jetzt gleich auf den Weg machen und mit den Behandlungen in der Praxis starten. Meine Frau hat 2019 eine Physiotherapie eröffnet hier in Dornhan und aktuell haben wir 10 Mitarbeiter in der Praxis beschäftigt. Irgendwann kam an den Punkt, wo wir gesagt haben, okay, beide Elternteile, die arbeiten mit 2 Kindern, mit einer Selbstständigkeit, das sprengt den zeitlichen Rahmen. Diese Kapazitäten haben wir nicht mehr und es war einfach zum Schluss nur noch Stress. Papa alleine zu Hause. Genau, jetzt geht's rund, gell? Dass wir alle hier anzogen haben und Frühstück machen, frühstücken und dann schauen, dass wir auf Zeit im Kindergarten sind. Nach längerem Hin und Her haben wir uns dann entschlossen, okay, ich gebe meinen Job auf und unterstütze meine Frau, dass sie wirklich sich auf die Arbeit konzentrieren kann und übernimmt den Part zu Hause, um die Familie zu betreuen. Als wir uns entschieden haben, dass ich mich in erster Linie um die Familie kümmere, war Ulrike immer schon in leitenden Positionen bei großen Medienunternehmen, großen Medienhäusern. Als Frau Hauptverdienerin für eine Familie zu sein, ist in unserem Umfeld immer noch die Ausnahme. Ich habe sie ja kennengelernt, als diese Karriere schon lief. Ja. Und ich habe das immer auch bewundert. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, sie dann in irgendeiner Form zu bremsen. Das Geld ist natürlich auch unser gemeinsames Geld, logischerweise. Weil ich könnte ja gar nicht so viel arbeiten und so viel Geld verdienen, wenn mein Mann mir nicht den Rücken frei halten würde. Also so wie es halt in vielen Beziehungen auch umgekehrt ist. Nach einer längeren Zeit der Überlegung habe ich mich dann entschlossen, mich in erster Linie mal um die Familie zu kümmern. Ja, hat mich schon sehr viel Mut gekostet. Das muss ich zugeben, weil das nicht vorgesehen war in meinem prognostizierten Lebenslauf, dass da mal irgendwo so eine Lücke ist. Es war natürlich schon ein längerer Prozess zu überlegen, machen wir das nicht. Einmal finanziell, einmal Chance, später, wie geht's weiter, wo gehen wir irgendwann mal hin. Ciao. Das, was ich mache, ist ein Job.
weil das ist meine Aufgabe und das ist die Tätigkeit und die muss ich ernst nehmen und die verlangt Konzentration, die verlangt Disziplin, die verlangt eine gewisse Planungssicherheit, aber eben auch Kreativität. Also ich glaube, ich bevorzuge den Begriff Familienmanager. Ich mache mir da richtige kleine Tabellen, so wie früher im Job auch. Ich habe eine Excel-Tabelle mit den Dingen, die alle so kurzfristig, mittelfristig, langfristig organisiert werden. Ulrike ist in der Anfangsphase nicht so leicht gefallen, mich auch wirklich zu lassen. Ulrike hat ganz klare Vorstellungen, wie so ein Kühlschrank bestückt sein muss. Es macht sicherlich auch Sinn, Käse zu Käse und Wurst zu Wurst und nicht zu mischen. Aber ich habe meine eigene Logik entwickelt im Laufe der Zeit. Und als ich dann genügend Selbstbewusstsein hatte, das auch anzuerkennen, diese neue Rolle, die ich da habe, da wollte ich mir dann auch von ihr nichts mehr erzählen lassen. Der Begriff Hausmann oder Hausfrau in dem Sinne eigentlich irgendwie hat so ein bisschen altmodischen Touch. Es gehört eigentlich mehr dazu, als eben nur zu Hause zu sein, umherzustehen oder den Haushalt zu erledigen, was anfällt, sondern es ist ja eigentlich noch viel mehr drumherum. Ich hatte Maschinenbau studiert und war zum Schluss jetzt Abteilungsleiter vom Einkauf. Das war ein schöner Job. Als Abteilungsleiter natürlich auch in der oberen Position zu stehen, hat mir sehr viel Spaß gemacht und war natürlich für uns als Familie auch finanziell gesehen eigentlich ein ganz guter Standpunkt. Es ist schon Arbeit, was dahinter steckt. Den Kindern die nötige Zeit zu geben, die sie einfordern und zu sagen, man macht das, was im Haus anfällt. Kinder verhalten sich jeden Tag anders. Mal sind die Kinder auch krank, ja, und nicht fit. Und dann ist der ganze Tagesablauf eben wieder durcheinander. Mir fehlt eigentlich am meisten die Arbeit selber. Also einfach das Tun, das Organisieren, das Machen, das Managen. Das ist, was ich gerne mache und das fehlt mir schon ein bisschen. Manchmal bin ich ein bisschen einsam. Ich bin nicht allein, aber einsam im Sinne von, es fehlt manchmal Spontanität, die man so, wenn man klassisch ins Büro geht und irgendjemanden zufällig am Cappuccino-Automaten trifft. Ich habe mir oft gewünscht, dass ich mich mal austauschen kann, und zwar mit einem Mann. Und ich habe vier befreundete Mütter, aber es ist immer der weibliche Blick auf die Dinge. Und bei bestimmten Sachen konnte mir da auch irgendwie gar keiner weiterhelfen. Ja? Ich musste echt lernen, meine Männlichkeit und mein Selbstwertgefühl nicht mehr aus einem 9-to-5-Job zu ziehen. Meine Freunde haben das immer unterstützt, wenn sie es irgendwie unterstützen konnten. Die haben eigentlich immer gesagt, hey Gregor, das ist doch cool, mach das. Ja? Mal sehen, wie du damit klarkommst. Männer haben ein anderes Verständnis für viele Sachen. Anders wie die Frauen als Mutter, die wirklich das Kind geboren haben, die vielleicht noch mal ein bisschen anderen Instinkt haben dem Kind gegenüber. Denken wir da ein bisschen manchmal rationeller irgendwie und entscheiden manche Situationen anders. Ich denke, dass ich jetzt da kein herausragendes Menü zaubern kann, wo sie jetzt sagt, okay, wow. Ja, so um 11 mache ich normalerweise immer kurz eine Pause und komme hierher, um Lukas ins Bett zu bringen, da ich ihn noch still. Dann gibt es eine Mittagspause, die uns auch als Familie einfach wichtig ist. Und nachher geht es dann für mich wieder weiter in der Praxis. Oh! Einmal bitte umziehen. Lukas hat seinen Becher einmal kurz über sich drüber geschüttet. Das passiert des Öfteren am Tag. Das ist eigentlich so normal. Emma, kommst du? Beeil dich mal ein bisschen.
als Daniel noch arbeiten war, hat uns gemeinsame Zeit komplett gefehlt. Das war nur noch ein Schlagabtausch. Kind 1 muss noch was trinken, Kind 2 war noch nicht auf Toilette. Das ging gar nicht. Auch unsere Beziehung hat darunter komplett gelitten. Jetzt haben wir so gerade bei den Mahlzeiten einfach die Möglichkeit zum Austausch und finden da einfach auch wieder mehr in die Kommunikation miteinander. Der Stressfaktor, das Hin und Her, das Durcheinander mit den Kindern ist weg. Der Mittelpunkt ist jetzt die Familie, sind jetzt eben die Kinder. Und da ist, sag ich mal, wird der Job zur Nebensache. Irgendwann, als dann klar war, ich mache diesen Job, habe ich dann auch gesagt, ich mache es richtig und bin dann auch, habe dann in der Schule gesagt, meine E-Mail-Adresse ist die erste, meine Handynummer. Das war dann immer ich. Wenn ich es nicht weiß, dann weiß es keiner, weil Ulrike sitzt in Konferenzen, kommt erst spät nach Hause und so weiter. Die hat nicht die Zeit, sich dann darum so intensiv zu kümmern. Auch wenn du jetzt keine Lust hast, wir machen jetzt noch ein bisschen Hausaufgaben. Meinen Freundinnen ist nicht so, dass die Väter so viel zu Hause sind, weil sie auch im Büro arbeiten. Ich finde es gut, weil er dann viel mehr Zeit für mich hat und mir helfen kann. Wenn ich koche, achte ich darauf, dass ich natürlich nicht nur für einen Abend koche, sondern schon gleich mit Blick auf die nächsten Abende etwas vorbereite. Ich bin in der ehemaligen DDR geboren, meine Mutter hat auch immer viel gearbeitet. Ich habe mir mein Männerbild eigentlich selber definiert. Da ist viel Testosteron mit drin, natürlich, ja. Aber ich hoffe wenig Klischees. Schön, dass du wieder da bist, Babe. Also wenn ich nach Hause komme, ist es für mich ja nun Alltag, dass mein Mann in der Regel schon in der Küche steht und Töpfe vor sich hin brodeln und es riecht schon lecker und alle freuen sich tatsächlich bis hin zum Hund. Und es ist was Schönes, wenn man jeden Abend so begrüßt wird und es hat was für mich was ganz Heimeliges. Ich bin nicht Mann, weil ich rausgehe und das Mammut erlege und dann in die Höhle reinwerfe, sondern ich kann auch Mann sein, wenn ich drinnen das auseinanderschneide und zubereite. Und ich hoffe auch, dass das ein bisschen auf meine Kinder abstrahlt. Was ich noch mache, ist, ich mache noch so Social Management, würde ich sagen. Also ich organisiere noch ein Geburtstagsgeschenk für meine Mama oder also diese Dinge. Ne? Aber ansonsten, ich habe wirklich keine Ahnung, was fehlt im Kühlschrank, was brauchen die Kinder für die Schule. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich so einen experimentierfreudigen Ehemann habe, der einfach gesagt hat, okay, komm, lass uns das versuchen. Als Vorreiter sehe ich mich eigentlich nicht, sondern eher als Exot. Eine Sache, die habe ich mir über Jahre nicht nehmen lassen, die war mir immer extrem wichtig, das ist mein Sport. Ich spiele Handball. Da sind Jungs, da wird dummes Zeug erzählt, da wird Bier getrunken, da wird Sport getrieben, da bleibe ich gesund und da bin ich Kerl. Also auf jeden Fall gedacht, dass es sehr mutig ist. So, also lässt sich nicht bestreiten, dass es halt, wie gesagt, noch nicht in der breiten Bevölkerung, in der Masse der Menschen angekommen ist. Deshalb finde ich es sehr gut, dass Gregor da tatsächlich Brücken gebaut hat. Und warum soll ein Mann nicht auch die Hausarbeit machen, sich um Kinder kümmern? Cheers. Zum Wohl, mein Schatz. Ob das jetzt das perfekte Modell ist, weil kann ich nicht beurteilen. Für uns hat es funktioniert und es echt gut funktioniert. Ich bereue das keine Sekunde. Auch wenn es, natürlich auch mal Ecken und Kanten hat und natürlich auch nicht alles perfekt gelaufen ist. Aber wo ist es schon so? Und jetzt ist dann auch mal Zeit für Ulrike und mich. Wir haben echt noch viel vor. Wir würden noch gerne noch ein bisschen verreisen. Mit viele Sachen nachholen, die bei uns einfach ein bisschen zu kurz gekommen sind. Und da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Hat dir diese Doku gefallen? Dann abonniere diesen Kanal, um noch mehr tolle Dokus zu sehen.